Ja, hier, die ganzen Trampbegeisterten. Felix! Ja. Hier Jona in voller Montur, in Profi-russische Long-Distance Once Around the World Montur. Mit Frühstreifen Reflektorenerkennung. Und Felix, wie ist die Stimmung im Team Vorsprung durch Fuschen? Bis jetzt noch ein bisschen müde. Es regnet ein wenig, ne? Das geht natürlich gar nicht. Und hier auch noch ein professionelles Team. Die alten Fernsehsender drehen immer noch mit Riesenkameras. Ich will da Mann rüber. Ah ja, da trennen auch einige los, ne? Ja, aber das ist da fährt kaum ein Auto drauf am wilden Mann. Das würde ich nicht machen. Ja, Felix versucht da hinten zu stoppen. Wir sind hier irgendwo in der tschechischen Wüste. Negatives Englisch. Dobre den! Czech Republika. Ja, und hier der harte Kern hat es geschafft. In unter sechs. In unter wie viel schon? Nein, wir waren unter sechs. Ihr wart unter sechs? Okay, wir unter acht, ne? Ja. Wuhu! Und hier ist Team 1. Fantastisch, habt ihr das gemacht? Ja, hier Felix, zeig mal dein dekadentes Tremper-Essen. Komm mal bitte an. Wir sind da. Aber Felix, kannst du mir das erklären? Was ist das hier? Was ist das? Das ist unser Tape-Rack. Das ist aufgerissen. Das hat Craig aufgebaut, fachmännisch. Ja, mit all seiner mathematischen Kompetenz. The local friends. Actually, yeah. The local friends. So local, sind die super. Super. Felix. Vorsprung durch Pushen. Romy. Was? Also, Romy und Gregor. Das erste Team, das den Campingplatz in sagenhaften 5 Stunden und 25 Minuten erreicht hat. Ist das Team Pusteblume. Und drei Teams haben sich einfach in einer Bowlingbahn 20 Kilometer vor dem Ziel getroffen und hatten keinen Bock mehr in der Dunkelheit weiter. Herzlich willkommen in Deutschland. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Stellt noch mehr Zollbeamte ein. Sachsen, Freistaat Sachsen, da sind wir schon beim richtigen Start. Die bronzenen deutschen Meister im Mittelstreckentrampen sind zurück. Jetzt geht's nach Leipzig. Oh. Und Vektormeck.